Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Menschen in München. Heute mal nicht in München, sondern in Aschau bei Heinz Winkler, dem Drei-Sterne-Koch. Von ihm möchte ich gerne viel über die deutsche Küche erfahren und vor allen Dingen, was ihn angetrieben hat, einer der besten Köche Deutschlands zu werden. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herr Winkler, die erste Frage, die sich aufdrängt, ist natürlich, warum sind Sie Koch geworden? Ja, warum? Ich meine, ich komme aus Südtirol, ja, und wir haben viel Gastronomie in Südtirol. Und da ist es natürlich auf der anderen Seite fast logisch, aber auf der anderen Seite, warum ich geworden bin, ist eigentlich, ich bin der jüngste von 11 Kindern und hatte natürlich ältere Schwestern und die waren in Gröndal schon in Saison und kamen zurück und haben mir erzählt, wie das so abläuft in der Küche und so weiter. Da haben wir gedacht, das könnte mir auch gefallen. Und dann habe ich meinen Vater gefragt, weil mein Vater war für mich immer die letzte Instanz. Ich habe immer, das ist nicht so wie heute, wenn ich im Schulgehen irgendwas gehört habe, dann bin ich nach Hause gegangen und habe meinen Vater gefragt, ob das so richtig sei. Und nur dann war es für mich auch okay. Und dann habe ich ihn gefragt, was er wohl geworden wäre, wenn er die Möglichkeit gehabt hätte. Und dann sagt er, kochen. Und ich sage, gut, dann werde ich kochen. Also das heißt, die Erwartungen, die Sie damals ans Kochen gehabt haben, die haben sich jetzt so erfüllt, wenn Sie die Jahrzehnte sich nochmal Revue passieren lassen? Also ich würde mal so sagen, ich habe ja nie gedacht, dass man so weit kommen kann, nicht? Also, weil wenn man da aus einem kleinen Südtirol oder irgendwo einen Berg runterkommt, nicht, dann hat man erst einmal einen riesen Respekt vor irgendeinem bekannten Haus und so weiter. Dann denke ich, Gottes Willen, was machen die wohl, warum ist das berühmt, das muss ich auch sehen, das muss ich wissen. Und ich war eigentlich immer sehr, sehr beflissen. Und so war ich mit 16 Jahren, mit 14 Jahren bin ich in die Lehre gegangen. Und mit 16 Jahren habe ich der Küchenchef mitgenommen von Gröndal nach Milano Marittima. Und da hatte ich einen Partiechef und der hat mich nicht kochen lassen. Ich durfte nur immer herrichten. Und so nach 3 Monaten wusste ich alles. Und er ist mir so auf die Nerven gegangen, auf Deutsch gesagt, dann bin ich einmal um 4 Uhr in der Früh aufgestanden, bin in die Küche und habe alles gekocht. Und da kam, war alles fertig. Ne? Ja. Sagen Sie uns doch mal ganz kurz, was waren die wichtigen Stationen? Mit welchen anderen Köchen haben Sie, bei wem haben Sie gelernt? Und was war sozusagen der Grundstein für das, was Sie jetzt hier in Aschau erreicht haben? Also lernen tut man immer eigentlich erst nach der Lehre in Wirklichkeit, nicht? Weil das Lernen kommt erst, wenn man die Verantwortung wirklich tragen muss, wenn man einen Posten bekleiden muss und alle Gerichte müssen perfekt sein. Da muss man da muss man was können. Das heißt, es darf nicht einmal so und einmal so sein, es muss immer gleich sein. Und ich habe bei uns in Südtirol gelernt, in Laurin, in Bozen beispielsweise, und dann war ich eben in Gröndal und dann war ich in Milano Marittima. Und da bin ich raus, dann war früher Humpelmeier, wo es den noch gab, beispielsweise in München, nicht? Eine große Institution, und dann war Conti Grill und so weiter. Und dann bin ich in die Schweiz. Dann war ich eigentlich in allen großen Häusern in der Schweiz. Und dann bin ich Küchenchef geworden dort, in Schlosshotel in Pontresina. Also ich war früher Palast Luzern, Palast St. Moritz, Palast, Palast Lausanne und so, in diesen ganzen großen Häusern, da war man richtig klassisch gut französisch gekocht hat. Nicht? Die Schweizer haben das ja 1:1 übernommen von den Franzosen. Und dann bin ich zum Bocuse runter und dann bin ich, dann wurde das Hotel verkauft, wo ich war in der Schweiz. Und dann wollte ich, die Chefin hat gesagt, die Frau Linsenmeier, ich nehme dich mit als Küchenchef zum Brandenburger Hof nach Düsseldorf, das damals ein tolles Haus war. Dann habe ich gesagt, gut, aber ich will mich nur erst auf die Nouvelle Cuisine einstellen. So, und haben mich beim Witzigmann beworben. So, und jetzt sind wir in München. Jetzt sind wir in München. Denn Bocuse hat ja damals schon, also das war, er hat die Idee gehabt, aber die wirklich so ganz feine Küche hat dann Freddy Schirade und hat damals eben einen Witzigmann gemacht. Ne? Ja, und Sie waren ja bei Witzigmann sehr viele Jahre. Inwieweit hat er so das auch mitgeprägt, was Sie heute Ihren Gästen aus Ihrer Küche präsentieren? Also ich war nicht sehr viele Jahre bei ihm, ich war ein knappes Jahr, nicht einmal, ja, bei ihm, weil ich ja vorher schon Chef war. Und deswegen hat man natürlich ein anderes Feeling und so weiter. Und er hat mich ja dann vorgeschlagen als Küchenchef, als sein Nachfolger. Genau, Sie haben sehr viele Jahre als sein Nachfolger waren so Sie tätig. Es, ja. So ist es, ja. Und so habe ich ihn dann mit 28 Jahren alt und dann habe ich ihn dort abgelöst. Aber ich habe von ihm sehr, sehr viel gelernt in dieser kurzen Zeit, sehr unheimlich viel. Vor allem ganz die modernen Sachen, die damals modern waren. Also, und das hat mir unheimlich viel gebracht. Also Witzigmann war eine ganz wichtige Station. Das waren damals die großen Witzigmann, Freddy Schirade. Also nach Bocuse, also die Idee weitergetragen haben.
Sie haben dann eben das Tandris weitergemacht in München. Witzig, man gehört ja auch zu den Leuten, die so ein bisschen dieses Promi-Koch-Gefühl auch nach außen getragen haben. Wie wichtig empfinden Sie es, dass man als Koch auch Promi ist, um Promis anzuziehen? Also ich denke, wir müssen mal eins sagen, Gott sei Dank hat dieser Beruf diesen Stellenwert erreicht in Deutschland, weil sonst hätte man nicht so viel Nachwuchs. Weil früher war das ja nicht so ein toller Beruf. Und dadurch ist er natürlich interessant geworden, deswegen haben wir viele gute junge Leute. Aber ein bisschen PR muss man machen. Also man muss schon raus, man muss schon sich zeigen, man muss mit den Leuten sich unterhalten. Ich würde jetzt mal sagen, der Ausdruck Promi wird oder so ist vielleicht nicht richtig, ja. Aber man muss schon bestimmte gute Gäste haben, die einfach mit einer PR fürs Haus sind. Lassen Sie uns mal Ihre PR angucken. Da haben Sie zwei schöne Fenster, wo man so ein bisschen auch sehen kann, was Sie in Ihrer doch sehr langen Karriere jetzt alles schon geschafft haben. Führen Sie uns doch mal kurz durch dieses Fenster durch. Ja, also wenn wir jetzt unten anfangen würden, das ist nämlich etwas länger zurück wie das oben. 1993 hatte ich das Glück, dass Königin Silvia, das heißt der Hansi von Hohenzollern, hatte Geburtstag und hat den hier bei mir gemacht und hat natürlich das Könighaus von Schweden eingeladen und wir hatten ganz, ganz tolle Gäste. Ja, das ist Königin Silvia damals, die hier war. Gut, dann haben wir hier, das ist von der Akademie International, haben wir den großen Preis fürs Lebenswerk bekommen und eine Widmung von Monsieur Bocuse. Edmund Stoiber haben wir mehrmals hier. Edmund Stoiber, das ist mit dem Gala, also Staatsempfang Putin in München. Größte Tafel, für die ich jemals gekocht habe, 126 Personen an einer Tafel. Und das Problem ist, dass die Gäste alle auf einmal zugleich eingesetzt werden. Das Essen muss also sieden, fast auf Deutsch gesagt. Da sind wir in Moskau, im Ritz-Carlton, wo wir eben auch wieder mit Edmund Stoiber, wo ich das Restaurant Cherubom leite. Hier ist die Gesellschaft damals, die eben diesen Preis bekommen hat. Und dann haben wir eben das Bundesverdienstkreuz 2001, auf dem ich sehr, sehr stolz bin. Das glaube ich. Da könnte man natürlich die Frage anschließen, was macht denn nun den guten Koch aus? Ja gut, ich finde einfach, die Franzosen machen es uns ja vor. Man kann ja ein bisschen mehr machen und muss nicht nur Koch sein. Ja, man kann ja auch das machen, was die Franzosen eigentlich fast alle machen, nämlich der Koch ist der Patron, der Besitzer. Mhm. Ja, Bocuse, Heberlin oder wie sie alle heißen, Dragros etc. Was Sie ja natürlich hier in Aschau in Ihrer Residenz dann auch sind, seit 1991. Ja, weil ich sage, wenn die das können, warum sollen wir das nicht können? Mhm. Und dadurch gibt es natürlich diesen zwei Frontenkrieg nicht, den es in normalen Hotels immer gegeben hat, nämlich Schwarz gegen Weiß. Mhm. Das heißt, wenn der Koch keine Lust hatte in der Küche und der Kellner hat ihm eine Bestellung gebracht mit Sonderwünschen und sagt, nein, gibt es nicht, aus. Der Leidtragende dabei war natürlich der Gast. Ne? Und deswegen war die Gastronomie in Frankreich auch immer besser, weil man sich um den Gast wirklich gekümmert hat. Ich habe eine große Erinnerung, wenn man ins Restaurant reingegangen ist, von Schuhe, Monsieur, Bienvenue und. Das war bei uns in Deutschland damals noch alles nicht üblich. Dieses Reinkommen und der Gast möchte ja schon beim Entree ein gewisses Entree haben, er möchte empfangen werden. Wie wichtig ist das eigentlich für den ganzen Genuss im Restaurant? Also es ist auf jeden Fall wichtig, damit der Gast, es ist sehr wichtig, damit der Gast die Freude, die er vielleicht hat schon, wenn er herfahrt, nicht, der Art gehen wir toll essen, damit die beibehalten wird und dann weiter getragen wird. Nicht, wenn er nicht gut empfangen wird, dann senkt sich schon die Erwartung. Ja, dann ist schon, das war schon nicht so toll, so ungefähr. Nicht? Deswegen ist es eben wichtig, dass man wirklich sich als Gast effektiv wirklich willkommen fühlt. Das ist so dieses ganze Rundum-Paket. Ne? Es geht ja dann auch bis wieder das Restaurant verlassen. Dann genau, Verabschiedung, ganz wichtig. Ja. Und eben auch dann der Service ist ja wichtig. Und da gibt es Führer, die bewerten den Service nicht. Und der Service ist aber ganz, ganz wichtig. Nicht? Und das ist eben, dass sich der Gast wohlfühlt, hat der Service einen großen Anteil. Mhm. Ne? Weil wir können kochen, wie wir wollen. Wenn der falsch serviert, wenn der zu schnell oder zu langsam serviert oder falsch einsetzt, dann ist alles im Eimer. Sie haben es eben angesprochen, dieses Bewerten durch Restaurantführer. Und da möchte ich gleich im nächsten Segment gerne von Ihnen
wissen, wie Sie das einschätzen. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herr Winkler, wenn man so einen riesigen Betrieb wie Sie verantwortet, wird man da eigentlich zum Kontrollfreak? Nein, ich finde, das muss einem liegen, das muss man gerne mögen. Ja? Mhm. Man braucht ja einfach mal auch einmal ein bisschen Ablenkung, man kann nicht immer nur kreativ sein. Ne? Da kriegt man ja irgendwo, man muss Pausen drin haben. Ich gehe beispielsweise gerne raus in den Garten und schneide Rosen. Mhm. Aber natürlich braucht man auf allen Positionen wirklich gute Leute, ansonsten, ansonsten könnte man nur kontrollieren und das würde dann die Zeit zum Kochen wahrscheinlich in Anspruch nehmen. Sie haben doch wahrscheinlich ein ganz spezielles Auge, wie Sie durch Ihre Residenz hier durchgehen, also durch eine Küche zum Beispiel. Wenn Sie durch die Küche gehen, was ist Ihnen dann wichtig? Ja gut, ich meine, natürlich, wenn man alles von unten angefangen hat, wenn man auch das alles selber gebaut hat, dann weiß man auch, jetzt sage ich mal, jede Maschine, die nicht geht, wo der Schalter ist und so weiter. Aber wichtig ist, wenn ich sehe, wie gearbeitet wird, wenn jemand Julien schneidet, wie viel Abfall macht er. Wenn jemand jetzt einmal Vorbereitung macht, dann sage ich, hast du mal geschaut, wie viele Gäste wir heute haben oder wie auch immer, nicht? Oder wenn man dann, oder umgekehrt, wenn wir alles voll sind, dann richtet er vielleicht einmal einen Koch nur ganz wenig her. Dann sage ich, ja, also da muss man immer vorher kontrollieren, bevor das Geschäft losgeht. Weil mittendrin hilft das alles nichts mehr und das hilft auch dann nicht, wenn man rumschreit oder sowas, weil dann ist es schon zu spät. Ich sage immer, man muss immer vorher alles kontrollieren, damit es nicht passiert. Es gibt ja nun in Deutschland Tausende von Köchen, Zehntausende von Köchen. Und warum gibt es so wenig super Spitzenköche? Ja gut, es ist sicherlich es muss eine Berufung sein. Man darf das nicht nur machen, um Geld zu verdienen oder damit man einen Job hat. Mhm. Weil wenn mich jemand fragt, was haben Sie für ein Hobby, dann sage ich, Hobby? Ich schaue immer, wo kann ich irgendwas dazulernen? Oder schaue wieder in einem alten Buch, wo kann ich eine Idee rauskriegen? Aber es gibt kein anderes Hobby. Man kann auch kein Buch lesen, wo eine spannende Geschichte dabei ist, weil es viel zu viel ablenkt. Ich habe einmal in meinem Leben einen Roman gelesen und es war eine Katastrophe. Ich bin in der Küche gestanden und habe die Geschichte im Kopf gehabt und gesagt, oh, was wollte ich jetzt eigentlich? Ne? Jetzt wenn man zu Ihnen kommt, fühlen Sie eigentlich den Druck, dass man auch immer was Neues erwartet als ein Gast von Ihnen? Das, also jetzt gehen wir zu Herrn Winkler, nach Aschau und dann ist doch bestimmt wieder irgendwas Neues auf der Karte. Ist dieser Druck eigentlich permanent da? Also dieser Druck ist eigentlich nicht von den Gästen da. Die Gäste, sicherlich, die oft gekommen sind und oft kommen, die möchten natürlich schon, dass immer wieder mal was Neues drauf ist, etwas, was sie noch nicht kennen und so weiter. Aber es gibt auch viele, die möchten das wieder essen, wo es das letzte Mal vielleicht vor 3 Monaten da war. Mhm. Weil inzwischen haben sie viele andere Dinge gegessen, nicht? Und dann möchten sie einfach das wieder essen, wo sie wissen, das schmeckt ihnen einfach sensationell gut oder dafür haben sie eine Vorliebe. Und deswegen ist das Neue ja eigentlich auch nicht einfach, nicht? Das Neue soll mindestens so gut sein wie das Alte. Mhm. Weil sonst sollte man es nicht wechseln, nicht? Also nicht nur unbedingt, um was Neues zu machen. Wenn jetzt jemand überhaupt keine Ahnung von Ihrer Küche hat, wie würden Sie ihm denn erklären, was Sie besonders macht und von den anderen Köchen abhebt? Ja, ich habe ja das Wort geprägt, Cuisine Vitale, also die vitale Küche. Ja. Ja? Und das ist ja auch bei uns eigentlich der Erfolg. Bei uns essen die Gäste, auch die Frauen, 6, 7 Gänge, 8 Gänge und haben nie ein Problem. Sie fühlen sich nicht satt und sie können wunderbar schlafen und so weiter. Und das habe ich mir damals eben zur Idee gemacht, 85 schon, weil ich im Tandes, weil ich gesagt habe, wir müssen eine Küche kreieren, wenn wir Gourmets haben, die am liebsten in der Woche 2-mal zu uns gehen möchten. Dann müssen wir aber so kochen, dass sie das können. Weil wenn sie dann ein Problem haben, dann sind wir schuld und nicht der Gourmet. Also müssen wir schauen, das Essen muss leicht sein, es muss gesund sein, es muss eigentlich Energie geben und nicht müde machen. Ja, weil wenn sie heute richtig deftig bei essen gehen, dann müssen wir fast nachher, dann isst man also richtig, weil es einfach schmeckt. Ja. Sagen Sie mal ein Beispiel für dieses leichte Essen. Was wäre das zum Beispiel? Ja, viele Kräuter. Ja, ich mache beispielsweise überall Kräuter rein. Das heißt, eine Petersilie-Mus ist für den Magen, weil sie ein Völlegefühl haben und so weiter. Nicht? Das entbläht. Ja. Estragon ist für die Verdauung. Dann Safran und so weiter. So hat alles die Funktion. Ja. Und dann natürlich auch die Zubereitung. Wie kocht man eine Soße? Nicht zu lang kochen, kurz Gewürze rein und es schmeckt. Haben Sie dann auch mal so ein Geheimrezept, wo Sie einfach der Einzige sind, der dann die genaue Mischung kennt und dann auch aufpasst, dass es kein anderer erfährt? Es gibt keine Geheimnisse beim Kochen. Es gibt nur ein logisches Verhältnis zur Ware.
und wie setze ich es ein? Verstehen Sie, wenn ich jetzt aus Safran ein Sorbet mache, dann ist ungefähr das so, als wenn Sie mit Tanzschuhe auf den Berg gehen würden. Also komplett verkehrt eingesetzt. Verstehen Sie? Und deswegen, wenn Sie es richtig einsetzen, das ist eigentlich das Geheimnis. Das Geheimnis ist, die Ware da einzusetzen, um mit dem zu kombinieren, wo Sie am optimalsten rauskommen. Das ist das Geheimnis. Wenn ich mir jetzt überlege, dass Sie im Tandris bis 91 ja sehr erfolgreich waren und die Leute also wirklich aus ganz Deutschland nach München gekommen sind, um sich da von Ihnen verköstigen zu lassen. Woher hatten Sie den Mut, das hinter sich zu lassen, hier viele Kilometer entfernt von München etwas aufzubauen? Da sind Sie doch ein Risiko eingegangen. Warum sind Sie dieses Risiko überhaupt eingegangen? Ja, weil ich habe Ihnen schon gesagt, ich habe gesehen, was die Franzosen machen, dass die sowas zusammenbringen. Und dann habe ich gesagt, eigentlich, warum sollen wir das nicht zusammenbringen? Ich habe gesagt, ich möchte was Eigenes haben. Ich will mit 50 in der Top-Gastronomie kein Angestellter mehr sein. Das ist mir viel zu gefährlich. Von der Überlegung her denke ich mir aber, wenn Sie Ihre Gäste aus München gehabt haben, ja, die kommen halt, lassen sich mit dem Taxi dann dahin bringen und weil sie vielleicht auch 3-4 Wein trinken wollen und dann lässt man sich mit dem Taxi wieder nach Hause fahren. Das geht hier alles nicht. Das ist also von daher vom Konzept doch was völlig Neues. Absolut, schauen Sie. Aber es gibt eben ein gutes Sprichwort. Das heißt, ein gutes Haus hat nie eine schlechte Lage. Ja? Also man muss einfach darauf vertrauen. Man sieht auch, wo andere Gourmets-Lokale sind und auch laufen. Die Leute fahren hin. Und ich habe damals gesagt mit 41, und was ist jetzt schon im Leben? Da war immer die Nummer 1 in den Hitlisten vor Witzigmann und so weiter. Und es wurde mir einfach alles irgendwie zu langweilig. Ich sage, ist jetzt das alles? Soll ich jetzt hier? Ich habe damals eine 500.000 Mark verdient im Jahr, nicht? Also auch noch richtig Geld verdient. Aber ich habe gesagt, das. Und es gibt einen wunderbaren Menschen, der gesagt hat, ich gebe dir Geld für Aschau, weil ich weiß, dass du nicht für Geld arbeitest. Und das ist mir eigentlich bis dahin gar nicht aufgefallen, was er gesagt hat. Aber ich habe nie mein Leben für Geld gearbeitet, immer nur für die Aufgabe. Immer. Wo ich die erste Küchenchefstelle bekommen habe, ich wollte nur die Stelle haben. Was ich verdiene, war mir scheißegal, einfach die Aufgabe zu kriegen. Und so ist eigentlich mein ganzes Leben. Ne? Und weil man, ja, als Kleiner schon angefangen hat mit Kaninchenschachern und so weiter, hat er Gefühl fürs Geld bekommen und auch für die Realität, was ist möglich. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Wenn man dann weiß, dass man es gemütlich abends haben will, dann kann man ja hier auch übernachten, ne? Genau, das war meine Absicht. Ich habe gesagt, also die Zukunft liegt wieder im Hotel, weil der Gast viel entspannter ist, weil er auch noch ein Glas Champagner genießt, weil er weiß, er muss nicht mehr fahren. Ja? Genau. Und dadurch ist es ein ganz anderer Abend, als wenn man noch fahren muss. Und manche Gäste haben gesagt, ja, wenn Sie ein bisschen näher in München wären, so Bad Tölz, ich sage, nee, dann würden Sie heute Abend nach Hause fahren. Dann würden Sie sich jetzt nicht so gut gehen lassen. Ne? Ja, genau. Und das ist wichtig, man muss, wenn man auch nicht viel Zeit hat, aber die Zeit, die man hat, die sollte man auch dann wirklich genießen. Und nicht so, ja, wir müssen jetzt bald fahren, nein, kein Glas Champagner mehr und so. Der ganze Abend ist irgendwo nicht gemütlich. Jetzt müssen Sie unbedingt uns dieses Zimmer ein bisschen erklären, weil das ist über... Er ist fast 150 Jahre alt, ja. Und hat also ganz besondere Teile hier. Ja, das ist also alles massiv Eiche, ist von 1810. Man sieht es, das ist also nicht furniert oder was, sondern alles echt massiv. Und das ist, da sieht man mal, wie alt echte Möbel also werden. Und das Tolle ist ja auch, wie die zusammen gemacht sind, nicht? Also mit Keile, man kann die wunderbar auseinandernehmen zum Transportieren. Das ist schon alles, nicht? Wenn man schaut, so haben wir früher eine Haustür gemacht, in dieser Dicke. Ne? Und dann noch gekrümmt. Dann auch gekrümmt, genau. Das mit Eiche. Ne? Ja, und hier haben wir ganz was Spezielles eigentlich, was die Damen immer sehr lieben. Also beispielsweise, wenn wir Hochzeit haben, dann ist hier meistens die Braut, weil hier kann sie sich selber von allen Seiten sehen. Das ist ein schönes altes Stück. Sehen Sie? Also man kann sich da reinstellen und man kann sich selber wirklich von allen Seiten begutachten. Ja? Und das sind so Einzelstücke, die irgendwie doch sehr, sehr beliebt sind dann. Ne? Man vermutet dahinter irgendwie eine Geheimtür, ist aber nur ein Spiegel. Ja, aber... Herr Winkler, Sie müssen, obwohl wir jetzt gerade hier in einem Schlafzimmer stehen, nochmal die Bedeutung von diesen Sternen mir erklären. Da wird ja bei Spitzenköchen also sehr drauf Wert gelegt, so wie ich es verstehe. Wir können es ja sogar mal einen Moment hier hinsetzen. Sie haben mal 3 Sterne, dann haben Sie wieder 2 Sterne. Merke ich eigentlich als Gast, ob ich jetzt bei einem Koch bin, der gerade mal
2 Sterne oder 3 Sterne hat? Also ich hatte jetzt 21 Jahre 3 Sterne und ich denke, das ist eine schöne Leistung und das muss man auch so sehen, weil bis jetzt hat es außerhalb von Frankreich noch nie jemand so lange 3 Sterne gehabt. Es ist sicherlich, wissen Sie, Frankreich ist ein bisschen anders, da hält man die guten, großen Köche einfach länger. Aber natürlich kann nicht jeden Tag immer nur kreativ und immer nur top sein. Nicht? Also wir sind alles keine Maschinen. Also ich sage immer, alle dürfen Fehler machen auf dieser Welt. Ein Flugzeug stürzt ab, der Babs macht Fehler, aber nur ein 3-Sterne-Koch, der darf keine machen. So ungefähr wird das immer wieder hingestellt. Anstatt dass man eben auch sieht, dass einmal, wenn jemand was heißt, über 20 Jahre, dass er mal eine Phase hat, wo er vielleicht einmal sich wieder neu orientieren muss oder ganz egal. Nicht? Also, aber das ist ja eben auch ein Zeitproblem. War früher ein bisschen anders. Aber merke ich denn als Gast, ich rede jetzt gar nicht davon, dass derjenige, der diese Sterne verteilt, es vielleicht nicht an dem Tag dann merkt, wo er dann sie gerade mal testet. Und das ist schon klar, Sie können nicht an jedem Tag die gleiche Qualität bringen. Wer kann das schon im Leben? Aber ist der Gast, machen Sie die Erfahrung, dass wenn Sie mal 2 Sterne haben und nicht 3, dass dann der Gast sagt, das schmecke ich auch? Nein, es ist einfach so, schauen Sie, es gibt ja auch Häuser, die gar keinen Stern haben und sind voll. Verstehen Sie? Also so ist es nicht. Natürlich, heute wird scheinbar deswegen Wert gelegt, dass die 3-Sterne-Häuser ganz klein sind mit 25 oder 30 Plätze und so weiter, wo man, was weiß ich, für ein Geschichte machen kann, was natürlich in einem normalen Restaurant, was heißt normal, aber was in einem Restaurant mit einer bestimmten Größe, was in Frankreich genauso ist, nicht? Also mit 70, 80 Kuvert, ein bisschen anders abläuft, weil halt eben da ein bisschen mehr Geschäft ist. Nicht? Aber ich bin der Meinung, man sollte ja am Ende des Lebens auch ein bisschen was in der Kasse haben und nicht nur sagen, der war ein toller Koch, aber konnte nicht rechnen. So ungefähr ist dann der Nachruf, nicht, von solchen Leuten. Spüren Sie es denn finanziell, wenn es nur 2 Sterne sind anstelle von 3? Also ich würde sagen, heuer kann man sowieso nicht sagen, weil heuer eine insgesamte Krise ist. Ja. Aber wir hatten ja schon zwischendrin einmal weg. Es kommt ganz darauf an. Es gibt einen sogenannten Sternentourismus, der eigentlich mehr von den Ausländern gelebt wird. Also aber an sich, die einfach rumziehen auf der ganzen Welt die ganzen 3 Sterne testen. Also die gehen nur nach diesen Michelin-Sternen und... Aber die haben die letzte Zeit auch schon insgesamt ein bisschen nachgelassen, nicht? Weil wenn man 3-4 Mal das gemacht hat, dann kennt man eben auch schon zu viel. Es gibt immer einmal so eine neue Geschichte, wo sehr viel Euphorie dabei ist und wo sich das Ganze dann wieder mal ein bisschen abflacht, nicht? Weil man sagt, naja, interessant. Bei mir kommen manchmal Gäste, die sagen, der hat 1 Stern, aber der kocht ganz interessant. Ja. Ja? Also die gehen heute schon einfach nach dem, was ihnen zusagt, was ihnen schmeckt. Quält Sie das persönlich, wenn dann plötzlich ein Stern weg ist? Also sicherlich, wenn man das natürlich, man kann fast sagen, also gewohnt ist, nicht, dass man 3 Sterne hat, ist natürlich im ersten Moment das bestimmt kein Anlass zur Freude, ganz sicherlich nicht. Aber dann gewöhnt man sich dran und dann sagt man, eigentlich geht es genauso weiter. Wenn so ein Tester in die Restaurants reinkommt, spürt man das? Weiß man das? Kann man das irgendwie erahnen? Naja, es ist alles anders geworden, nicht? Also früher hat man die Herren eher erkannt, heute sind es teilweise Bärchen, nicht? Also Bärchen? Bärchen, wo eine junge Frau dabei ist. Ach so. Ja, also das heißt nicht Bärchen in dem Sinn, sondern sie kommen rein als junge Frau und relativ junger Mann und so weiter. Also, wie auch immer, aber die Gastronomie ist ein hartes Pflaster. Man muss sehr, sehr viel arbeiten. Warnt man sich da untereinander, dass so ein Gastronomietester im Dorf, im Ort ist? Naja, das ist sicherlich, wenn man wirklich das weiß, wenn der rausgeht und seine Karte abgibt, dann ruft man natürlich die Freunde an und sagt, die sind jetzt unterwegs oder ganz egal, das ist ja ganz normal. Aber man muss einfach schauen, auch, dass die Gäste mit einem zufrieden sind, verstehen Sie? Weil es gibt auch Häuser, die sind gut besternt und das ist nicht so toll mit den Gästen. Ja?
Das heißt, die Gäste sind nicht so in der großen Zahl da. Also der Gast ist wichtig. Auf den muss man. Da muss man sich kümmern um den Gast. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Sie haben es eben schon angesprochen, dass wir uns jetzt eigentlich in einem Jahr befinden, was natürlich untypisch ist. Wirtschaftskrise, Finanzkrise. Die Leute, die zu Ihnen kommen, sind wahrscheinlich aus dem gehobenen Segment, kann man glaube ich so sagen. Wie spüren Sie denn die Wirtschaftskrise, die Finanzkrise? Ist die bei Ihnen angekommen? Na gut, man spürt das insofern, man spürt das nicht bei den Privatgästen, sondern man spürt das eher bei den Firmen. Mhm. Nicht, wir haben ein paar Firmenbuchungen gehabt, die dann storniert wurden und so weiter, aufgrund dieser ganzen Entlassungen oder wie auch immer. Also da spürt man so ein bisschen, dass die Wirtschaft macht weniger Veranstaltungen. Mhm. Aber bei den Privatgästen, also da spürt man es nicht, die sind eigentlich immer die gleichen, das heißt, es kommen immer noch ein paar dazu. Und wie gesagt, also heuer am Weihnachten hatten wir einen der besten Umsätze überhaupt. Also von daher kann man nichts sagen. Wie viele Milliardäre kommen denn zu Ihnen? Naja, das ist schwierig zu sagen. Also da ja noch nie jemand bei mir eine Milliarde ausgegeben hat, kann ich schlecht feststellen, ob er Milliardär war. Aber Sie wissen ja ungefähr von den Gästen, die kommen, wo Sie sie anzusiedeln haben. Ich weiß, aber von denen haben wir praktisch fast gar keine. Wir haben ganz, und das möchte ich auch nicht, weil damit verliert man den guten Gast. Also ganz. Aber diese PR-Maschine, die ist schon nicht unwichtig, oder? Ja, PR-Maschine, Sie meinen. Für sich selber auch. Also, weil wir das ja. Also, wenn man zum Beispiel sich die ganzen Fernsehköche mal anguckt, ja, was da passiert ist, das ist ja auch sozusagen in Ihrer Zeit ist das ja ungeheuer entstanden. Was halten Sie davon? Wie bewerten Sie diese? Ja gut, früher war das schon eine Sensation, also wirklich was Tolles, wenn einer im Fernsehen gekocht hat. Mhm. Heute kochen schon so viele, dass man sagt, man fällt schon eher auf, wenn man nicht dabei ist. Nicht? Also mich fragen die Gäste immer, warum sind Sie denn nicht im Fernsehen? Dann sage ich, weil hier sein muss bei meinen Gästen, die sind wichtig. Ja? Aber man kann natürlich auch damit das falsche Publikum anziehen. Ich kann Ihnen eine nette Dame sagen, die hat bei mir gelernt, die da auch immer dabei ist. Und die sagt, wissen Sie was? Chef sagt sie zu mir, ich bin ausgebucht 3 Monate vorher. Aber ich kann mein Restaurant und mein Personal damit nicht unterhalten. Weil die Gäste wollen mich sehen, was ich im Fernsehen gesehen habe. Kommen rein und essen einen Teller und trinken Wasser dazu. Und damit ist der Umsatz nicht da. Das heißt, man muss schon schauen, nicht? Also, dass man nicht zu viel macht, weil dann hat man vielleicht nicht den Gast, den man gerne hätte. Diese ewige Präsenz, die Sie jetzt auch ansprechen, die muss man ja auch mögen, ne? Ja, die muss man mögen. Also beispielsweise früher hat man viel so Weihnachtsmenü auch gekocht und so weiter. Und das ist wirklich das, was man Kerner eigentlich damals gut fand. Dass man einfach arbeiten konnte. Nicht, wenn sie ein Weihnachtsmenü gemacht haben für irgendeinen Sender, dann hat es quasi, okay, das und jetzt nochmal und brauchen wir die ganzen Produkte nochmal, die müssen wir alle einzeln zeigen und so weiter. Das war schon sehr mühsam. Nicht? Also, aber auch diese Präsenz hier in Ihrem Haus. Denn jeder, der hierher kommt, der will von Ihnen die Hand geschüttelt kriegen. Nicht? Ja, nein, aber hier bin ich ja zu Hause. Das ist mein Zuhause. Das ist immer schön. Also da. Ja, aber da immer da sein zu müssen, ist ja auch etwas, was man als Lebensentscheidung dann für sich getroffen haben muss. Also wenn Sie mal 14 Tage im Urlaub sind, dann sind die Leute doch enttäuscht, wenn Sie herkommen und von Ihnen nicht die Hand geschüttelt wird. Also ich habe Gott sei Dank mittlerweile eine sehr, sehr gute Brigade, einen guten Küchenchef, den Herrn Brandl. Und der macht das sehr gut, wenn ich einmal nicht da bin. Man muss ja auch einmal, ob das Rallye Schadhofer-Anstaltung ist oder Tradition in Carité oder irgendwo, müssen Sie ja immer mal hin, wo man sich einfach trifft. Ja, und da müssen Sie immer. Und das haben die Franzosen alle, die haben alle im Hintergrund einen guten Küchenchef, auf den sie sich verlassen können. Und das muss man auch irgendwann mal machen, weil sonst übersieht man, dass draußen auch einmal Tag ist, nicht? Also, wenn man immer nur in der Küche steht. Aber es ist schön, man muss mit der Passion dabei sein. Ich sage immer, der Wirt muss wieder kommen, der Wirt, der für den Gast da ist. Und nicht sagen, entschuldigen Sie, aber Sie sind jetzt 5 Minuten zu spät. Das ist vorbei. Der Wirt. Und ich habe da wirklich so einen netten Wirt kennengelernt da in Niederbayern und der hat mir so gefallen, der hat sich am Nachmittag hingesessen, hat in seiner Stube einfach mal so eine halbe Stunde so geschlafen und dann ging es wieder weiter bis abends um 12 Uhr. Dann habe ich gesagt, das ist wirklich noch so richtig mit allem
was er hat, wird. Ne? Ja, ja, dieses Empfangwerden vom Wirt, das ist schon was ganz Besonderes. Und ich glaube, der Gast schätzt das ungeheuer, ne? Wenn man ja, ist vielleicht wichtig. Sogar noch mit Namen begrüßt wird. Ja, ja, sehr wichtig, sehr wichtig. Jetzt sitzen wir vor so einem schönen Glas Rotwein. Ich wollte Sie mal fragen, was muss eigentlich so eine Flasche Rotwein kosten, damit sie schmeckt? Was ist so die Kategorie? Also das kommt auf den Preis eigentlich überhaupt nicht an. Nicht? Es gibt also Weine, die kamen sie bis 6 oder 7 Euro ein und die schmecken einfach. Die sind wirklich gut. Das ist ja nicht so hoch qualifizierte Lage. Das heißt, den Wein können Sie nicht 15 Jahre aufheben. Das hält von der Struktur nicht aus. Aber zum Trinken ist er ganz hervorragend. Also das muss nicht immer. Das andere ist dann Kenner, nicht? Also wenn man dann in die Weine, ob das Aubryon oder Latour oder etc. reingeht, da muss man schon, sage ich mal, das jetzt, wenn Sie Ferrari fahren, dann gehen Sie jetzt mal rüber auf den Lamborghini und dann gehen Sie mal da. So, dann merken Sie, nur wenn Sie die heißen Dinger fahren, merken Sie den kleinen Unterschied zwischen denen und dem. Und das ist beim Weintrinken auch so. Aber das ist ja ungeheuer beruhigend, dass Sie sagen, also auch für 7 Euro kann man einen schönen Wein kaufen. Ja, ja, wenn man die Wein, jetzt zeige ich einmal einen, der schmeckt, nicht? Ja, für ja. Zu Hause und so weiter, nicht? Ja. In so einem Lokal erwartet der Gast einfach nicht den Wein, den er vielleicht für 7 Euro im Supermarkt kaufen kann. Ja. Da muss man schon ein bisschen was ausgefallen ist oder einfach auch ausgesuchtere Weine, die nicht so üblich sind. Aber wichtig ist immer, dass der Wein schmeckt. Ja. Und was darf so ein Kilo Tomaten kosten? Ja, da sind wir jetzt beim Bio und beim normalen. Bei der normalen Geschichte, ich meine, ein Strauch, wenn sie wirklich nur Bio machen, hat halt nur 4, 5 oder 6 drauf und der andere hat halt vielleicht 11 oder 12 Tomaten drauf. Und da merken sie halt auch dann den Unterschied, nicht? Das heißt, bei den Trauben geht man her, wenn ein Rebstock zu viel Trauben hat und schneidet welche weg, damit die noch drauf bleiben, den vollen Saft kriegen und damit auch das volle Aroma kriegen, nicht? Und damit haben sie jetzt schon einmal das Verhältnis, nicht? Also und wie kaufen Sie ein? Ist das alles Bio, was Sie einkaufen, oder sagen Sie auch an bestimmten Stellen, das muss nicht unbedingt Bio sein, es schmeckt auch so? Also wenn wir im Großmarkt gehen, dann wird in erster Linie mal überall probiert, ob das Erdbeeren sind oder ob das Trauben sind oder wie auch immer. Gehen wir nochmal überall durch und probiert, und da wir die Händler ja auch kennen, dürfen wir immer mal so eine Traube oder was runterzupfen, weil das ist ja wichtig. Man muss einfach, und dann weiß man, bei welcher Stand hat wirklich jetzt gute Trauben. Und wenn wirklich keine da sind, dann nehmen wir auch keine mit. Und so ist auch bei den Erdbeeren und so weiter. Und natürlich fragt man bei den Tomaten oder bei dem Sellerie und so weiter, wo kommt der her? Und dann merken Sie beispielsweise einen riesen Unterschied, wenn der aus Österreich oder Südtirol kommt, nicht? Weil die einfach die Ecke noch anders pflegen und weil die halt durch die Steile bei uns auch vielleicht gar nicht einmal so maschinell arbeiten können, nicht? Sondern mit der Hand arbeiten. Und bei den Kartoffeln ist es ganz extrem, nicht? Sie kennen einen Siglinde oder einen Nicola oder einen Bentier, den müssen Sie wirklich fragen, wo kommt der her? Weil der Boden das Ausschlaggebende ist und nicht der Name des Kartoffels, sondern der Boden. Deswegen haben wir in Alba haben wir den weißen Trüffel, der nirgends so gut ist wie in Alba. Und nur, weil die Zusammensetzung vom Boden so ist. Menschen in München mit Jörg van Hofen. Herr Winkler, nicht, dass Ihren Gästen Ihr Essen unwichtig ist, aber ich glaube, dieses Panorama, was Sie hier anbieten und was an anderen Tagen dann noch besser rüberkommt, wenn der Himmel blau ist, ist mindestens genauso ein Grund, hier zu Ihnen zu kommen. Ja, sicher. Ich meine, ich bin ja auch deswegen hier raus, weil es mir einfach gut gefallen hat. Nicht? Also man muss immer beides sehen, man muss sich da wohlfühlen. Das soll. Und wir haben immer wieder Gäste, die kommen rein und sagen, es ist ganz interessant, wir gehen bei der Tür rein und wir fühlen uns wohl. So, dann war also der Platz auch richtig, den man ausgesucht hat. Und so muss es auch sein, auch für uns selber, da wir jeden Tag hier arbeiten, meine Mitarbeiter und wir, man muss sich wohlfühlen. Das ist ganz wichtig. Genau, und deshalb ist auch Ihre Küche eine gesunde Küche. Ich will Sie aber noch mal fragen, wenn man heute ja auch so viel über Molekularküche spricht und die sehr erfolgreich ist. Ich glaube jetzt, dass in Spanien sogar wieder ein Restaurant als das Beste bewertet wurde, weil es eben diese Art von Küche anbietet. Ist das etwas, was Sie überzeugt? Also in Spanien gibt es einen El Bulli, der das ganze Jahr gemacht hat, und der ist ein guter Freund, ich war schon 2-3 Mal bei ihm. Das ist doch der jetzt wieder als bestes Restaurant bewertet wurde. Das ist der, und ja. Man muss den einfach anerkennen und schätzen, dass er mal was ganz Neues erfunden hat. Ich meine, ja. Seine gesamten Kombinationen sind einfach neu. Und das ist ja schwierig. Etwas zu verändern oder mal so oder so zu machen, ist ja, das geht ja. Aber komplett irgendwas Neues in die Welt zu setzen, ist schwierig. Und deswegen hat er einfach meine und, glaube ich, viele von meinen Kollegen auch alle die Anerkennung, dass es toll ist. Ja.
Aber deswegen muss man das ja nicht machen. Das geht da unten, weil er die Persönlichkeit ist und weil der es auch kreiert hat und weil er das auch verkörpert. Ja? Sagen Sie noch mal ganz schnell, was das eigentlich ist, Molekularküche. Ja, molekular, ich sage immer, man müsste die Küche weglassen, weil es ist in Wirklichkeit jetzt keine Küche, sondern es ist ein Bindemittel. Nicht? Also sie tun, sage ich einmal, in der Flüssigkeit ein paar Tropfen von einer Trüffelsoße rein und dann hüllt sich da außenrum eine Hülle, die ähnlich ist wie ein Gelee. Nicht? Und dann können Sie es auch warm servieren, in eine Suppe, und dann beißen Sie drauf und dann haben Sie plötzlich diesen wunderbaren Trüffelschü im Mund, aber dann kommt die Hülle und die ist dann wieder nicht so gut. Das heißt, da ist man lieber ein ganz feiner Teig von einem ganz feinen Ravioli, ist man da lieber. Aber ich bin der Meinung, dass ja, es muss ja immer alles ein Mode sein. Schauen Sie, die Sachen, die am Laufsteg bei einer Modeschau gezeigt werden, werden meistens ja eigentlich gar nicht produziert oder nicht verkauft. Ich bin der Meinung, der Gast heute ist einfach, dem ist viel wichtiger, dass man weiß, wo kommt das Produkt her, wo ist das Tier aufgewachsen, wie ist es gefüttert worden. Nicht, dass es wichtig ist, haben wir gelernt durch den BSE. Ja, dass man nicht einfach irgendein Stück Fleisch irgendwo kauft und so kauft, sagt, es ist billig oder sowas. Ja. Deswegen ist wichtig, also hier bei uns, die Gäste wissen, hier, das sind heimische Produkte, ja, und die sind so und so zubereitet, möglichst unverfälscht, und das ist den Gast heute viel wichtiger. Ich finde es ganz spannend, weil Sie sind ja auch in diesem People-Business. Sie müssen sich täglich mit Menschen auseinandersetzen. Das sind zum einen Ihre eigenen Angestellten und zum anderen natürlich auch die Gäste. Was ist denn das kurioseste Erlebnis, was Sie mal mit einem Gast hatten? Fällt Ihnen da spontan was ein? Ja gut, das ist aber schon sehr, sehr lange her. Ja. Da war ich noch ein junger Chef in Schlosshotel in Pontresina. Und da haben wir einen Engländer gehabt, den haben wir immer genannt, der Mr. Very Hot. Außerdem hat meistens auf dem Zimmer gegessen, aber es war ihm alles immer zu kalt. Da sind wir hoch mit dem Flambierwagen und dann oben noch alles aufgekocht und so weiter. Und es war ihm immer noch scheinbar, er hat immer reklamiert bei der Besitzerin, es wäre ihm zu kalt. Und dann haben wir halt irgendwann einmal den Löffel ins heiße Öl reingehalten. Nicht? Dann war es ihm warm genug. Dann hat er reklamiert, es wäre zu heiß, und dann hat ihn der Chef wieder rausgeschmissen. Und wenn Sie jetzt mal so die Jahrzehnte noch mal an sich vorüberziehen lassen und sich überlegen, was hat sich eigentlich beim Kochen hier auch in Deutschland so am dramatischsten verändert? Was würden Sie sagen, was das ist? Also in erster Linie würde ich mal sagen, dass ich eigentlich ein Mensch bin, der nie zurückdenkt. Weil ich immer sage, das Leben ist heute und morgen, das, was war, ist schon vorbei. Aber dramatisch verändert hat sich sicherlich am meisten in Deutschland, weil in Deutschland ja auch keine Küche da war, wo man gesagt hat, das ist deutsche Küche, das ist außer dem Geisburger Marsch und der Schnitzel Holstein und so weiter, war ja nichts da. Und deswegen hatte die neue Küche ja auch, die Nouvelle Cuisine damals, ja auch die Chance. Wobei es auch sehr schwer war, nicht? Also ich weiß ja, damals im Tandris, der Witzigmann hat ja gegen die Wand gekocht, nicht? Also, und dann kam Bocuse und dann ging es endlich einmal los. Das war eine unglaubliche Entwicklung. Aber im Ausland ist es immer noch nicht so.